Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Elise. Sie gehört der Rolle der Magier an und man spielt sie im Jungle. Ihre Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist sie nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den sie verursacht, ist magischer Schaden, der hauptsächlich durch ihre Fähigkeiten entsteht. Außerdem besitzt sie eine moderate Robustheit und kann durchaus Schaden einstecken. Abschließend kann man sagen, dass sie am stärksten in der Mitte des Spiels ist. Das war's aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der passive Spinnenkönigin. Wenn Elise Fähigkeiten einen Gegner treffen, erhält sie eine schlummernde kleine Spinne in der menschlichen Form. In der Spinnenform erwachen dann diese kleinen Spinnen zum Leben. Sie können angegriffen und getötet werden. Zusätzlich verursachen in der Spinnenform normale Angriffe zusätzlichen magischen Schaden und stellen bei Elise Leben wieder her. Die Q von Elise ist der Nektar. Sie schießt einen Giftpfeil auf ein Ziel, das Schaden verursacht und das Ziel verlangsamt. Wenn Elise zu ihrer Spinnenform gewechselt ist, wird der Pfeil zu einer Explosion auf einen Gegner, die Schaden in einem Radius um das Ziel verursacht. Wenn Elise bei der W in ihrer menschlichen Form ist, sendet sie eine Spinne aus. Sollten Gegner ihr zu nahe kommen, verfolgt die Spinne sie und macht magischen Schaden. Sonst detoniert sie an einem gewissen Ort nach kurzer Zeit. Bei der Spinnenform greift sie eine kurze Zeit schneller an und heilt sich etwas. Bei der E wirft Elise in der menschlichen Form ein Spinnennetz, das den ersten getroffenen Gegner für kurze Zeit betäubt. Aktiviert sie ihre Fähigkeit in der Spinnenform, zieht sich Elise in die Luft und ist für kurze Zeit nicht anvisierbar. Sie kann dann in einem bestimmten Radius auf eine gegnerische Einheit springen und verursacht etwas Schaden. Ihr Schaden und die Heilung werden zusätzlich erhöht. Sollte keine gegnerische Einheit in der Nähe sein oder sie keine auswählen, kommt sie nach kurzer Zeit an der gleichen Stelle wieder auf den Boden. Wichtig ist zu wissen, dass sie Ziele mit der E aufdecken kann und so zum Beispiel über eine Wand zu einem neuen Jungle Camp springen kann. Zum Schluss zur Ultimate. Elise verwandelt sich in eine bedrohliche Spinne, wodurch sie ihre Angriffsreichweite verringert und sie im Austausch Lauftempo, neue Fähigkeiten und einen Schwarm aus kleinen Spinnen erhält, die ihre Gegner angreifen. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein, in der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag StayUntiltable.